Shay. Achso, das ist der. Ein gern gesehener Gast. Jack? Colonel Monroe hat sich General Montcalm ergeben. Die Franzosen haben mit den Abenaki Fort Henry eingenommen. Johnson sollte eigentlich Verstärkung heranschaffen. Ich sehe sonst niemanden. Die Abenaki sind unruhig. Sie kennen den Begriff ergeben nicht und wollen Montcalm nicht gehorchen. Der Colonel ist am frühen Morgen abgerückt. Sie laufen in eine Falle. Wartet hier, falls Johnson kommt, ich schütze den Colonel. Danke. Vielleicht kann ich endlich meine Schuld bei ihm begleichen. Okay, auf geht's. Komme ich zu spät? Das war jetzt... Ah! Da ist er. Sehr gut. Sehr gut, Männer. Komm her. Das ist der Letzte. Da ist er. Master Cormac. Sir, beeilt euch. Bringen wir die überlebenden Männer auf die Morrigan. Ein willkommenes Angebot, Captain Cormac. Folgt mir. Sicheres Geleit voraus. Sehr schön. Darf ich fragen, was sich in Fort William Henry zugetragen hat? Schlechte Planung und noch weniger Glück, fürchte ich. Montcalm konnte uns tagelang bombardieren. Froschfresser. Gemach. Er handelte sehr ehrenhaft. Bei den Unterhandlungen machte er uns ein überaus großzügiges Angebot. Wir durften unsere Waffen und sogar unsere Farm behalten. Nur um in eine Falle zu tappen. Es war nicht zu erwarten, dass uns ein Franzose verteidigt, oder? Nein. Sicher nicht. Ihr habt erneut eure Treue zu den Templern bewiesen. Euer Leben für mich riskiert. Wir sind noch nicht in Sicherheit, Colonel. Was die Treue betrifft. Nun, ich bin euch etwas schuldig, nicht wahr? Ihr habt mein Leben gerettet. Gabt mir eine zweite Chance. Wir arbeiten seit nunmehr einem Jahr zusammen. In dieser Zeit habt ihr uns viele gute Dienste erwiesen. Was auch immer ihr mir zu Schulden glaubt, ist getilgt. Meint ihr nicht auch? Vielleicht. War ich nicht der Assassine? Wusste ich doch. Kleine Indianerschweine. Angriff! In Deckung! Bleib zusammen, Männer! Ich schalte so viele wie möglich aus. Komm her. Ein Finisher. Ja, den habe ich. Komm her. Komm her, Scheiße. Komm. Was denn? Ist das schwer gerade? Der hat auch schon sehr viel verloren. Gut, Colonel. Haltet eure Männer in Bewegung. Ich übernehme die Vorhut und warne bei Gefahr. Eine vernünftige Strategie. Also, ja. Wir werden langsam voranschreiten.
Komm los. Kletter. Wenn du noch nie geklettert bist. Scheiße. He's in my sights. Get him away from us, you mangy dog. Stop. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Wie soll ich das denn machen? Scheiße, da stehen zwei Leute. Das ist aber echt fies. Hey, get down now! I have him in my sights! I have a good line on him! I can get him from here! Okay. So, das hätte ich. Gut. Da unten ist mein Ruf wieder. Schnell! Kessigowasse lässt nicht locker. Kessigowasse, ihr kennt den Mann, Master Cormac. Hi, Colonel. Er gehört zu Achillesmännern. Ein Assassine. So wie ich einst. Sie wissen, dass ich ein Templer bin. Und jetzt weiß der Assassine, dass ihr lebt. Und dass ich den Templern helfe. Ich bin kein Narr, Colonel. Die Assassinen werden mich jagen. Wir beide sind jetzt Ziele. Okay. Guck mal, da in dieser Schlucht, da kommen noch mal ein paar Leute. Ihr wisst, das ist eine Falle, stimmt's? In der Tat, Master Cormac. Aber wir haben keine Wahl. Die Franzosen haben wir überlebt. Das schaffen wir auch. I have him in my sights. He's over there. We have to get to him. Mark my word. You're so loud.
Da lang! Ja, geschafft. Jetzt segeln! Ihr hört den Captain, Leute! Hauen wir von hier ab! Bewegung! Bewegung! Schieß! Ihr habt mich gerettet, Master Cormac. Ja. Und ihr mich, Colonel. Es gibt viel zu bereden. Doch ich muss zu meinen Soldaten. Sir, ich begleite euch zu Johnsons Handelsposten bei Onaquagga. Dann breche ich sofort auf. Master Cormac, kommt dorthin. Geschafft, sehr schön. Ach, keine 100%. Gut, fortsetzen. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich mache ihn auf und passen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.